Der Weihnachtsmann, er wohnt am Nordpol, das weiß jedes Kind. Sein Hauptpostamt, wo die Briefe mit den Wunschzetteln bearbeitet werden, das steht in Himmelpfort im benachbarten Brandenburg. Auch das ist bekannt. Wo aber kommen all die Geschenke her? Na ganz einfach, aus Leipzig, zumindest sehr viele. Das Internet macht's möglich. Auf einer Fläche so groß wie 11 Fußballfelder wuseln hier weit über 3000 fleißige Weihnachtsmannhelfer im Logistikzentrum des Internethandelsriesen Amazon. Sie arbeiten in Schichten praktisch rund um die Uhr. Normalerweise sind es nur rund 900 Angestellte. Für das Weihnachtsgeschäft wurden auch ehemalige Mitarbeiter des insolventen Quelle-Konzerns angeheuert. Also grundsätzlich sind wir interessiert an jedem motivierten Mitarbeiter, der uns im Weihnachtsgeschäft unterstützen will. Und es gab auch Bewerber von der Firma Quelle, die bei uns auch gestartet haben. Aber genaue Zahl kann ich Ihnen da jetzt aktuell keine nennen. Konkrete Umsatzzahlen gibt es ebenfalls nicht. Nur so viel. In Spitzenzeiten werden bei Amazon.de täglich bis zu 1,2 Millionen Artikel bestellt. Der Versand erfolgt über zwei große Logistikzentren im hessischen Bad Hersfeld und hier in Leipzig. Vom Speicherchip bis zur Kühl- und Gefrierschrankkombination in diesem Jahr sehr häufig auf dem Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Im Spielzeugbereich zum Beispiel Helikopter, ferngesteuerte Helikopter, Smartphones im Elektronikbereich, Fernseher, neue 100-200-Hertz-Technologie, die sehr gut angenommen wird. Die Weltwirtschaftskrise scheint die Lust am Schenken keineswegs zu bremsen. Wir haben am 22. Oktober eine Prognose ausgegeben fürs Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr, wo wir von 21-36% Umsatzwachstum ausgehen weltweit. Einkaufen per Mausklick. Bequem, aber nicht ungefährlich. Denn nach dem Weihnachtsmann kommt irgendwann auch die nächste Kreditkartenabrechnung.